So, genau den Händler haben wir gesucht. Loma, ich musste kurz unterbrechen. Was haben Sie dir gestohlen? Was wirst du tun? Dieser Ortega, was ist das für ein Typ? Was haben Sie dir gestohlen? Ich war auf dem Weg nach Ardea mit 5 Kisten Lampenöl. Ortegas Banditen haben alle Kisten mitgenommen. Ohne das Öl bin ich ruiniert. Ich besorgte dein Lampenöl zurück. Schüre nicht noch die Hoffnungen eines verzweifelten Mannes. Aber wenn du sie wirklich findest, sollte es nicht dein Schaden sein. Okay, kein Problem. Lampenöl der, was musst du jetzt tun? Was wirst du jetzt tun? Keine Ahnung. Ich warte auf ein Wunder. Oder noch besser, auf die nächste Ork-Patrouille, die mich in die Minen schickt. Lol. So, das war eigentlich der Auftrag, den ich haben wollte. Du willst dir bräuchten einen Heiltränke, um den Kampf gut zu überstehen, sage ich mal. Also ich weiß, dass die hier vorne irgendwo sitzen, die Banditen. In der Nähe von dem Steinekreis. Ich hab's mir bis heute nicht gemerkt, bin ich ehrlich, ob es die erste Höhle hier unten im Tal oder die zweite ist. Hier gibt's nämlich 2 Höhlen hier hinten. Eine ist die richtige, eine die falsche, logischerweise. Das heißt falsch. In der einen gibt's ein paar Monster und in der anderen sind die Banditen am Hausen. Aber ich glaube hier, das ist die richtige Höhle, also wo die Banditen auch drin sind. Und die Höhle gilt es komplett auszumerzen. Oh. Ich kann den Silberwolf töten wollen und jetzt merke, dass er schon tot ist. Naja. Hier unten ins Tal wollte ich. Wo wir eben schon mal standen bei dieser einen Kiste hier. War ja schon geblendet. So, ich glaube, das ist die richtige Höhle. Das sind die Banditen drin unten an der Kiste. Weil da unten gibt es nochmal eine. Aber da sind, glaube ich, Monster drin, ne? Ich glaube, da vorne müssten schon Wachen stehen. Oder doch nicht? Fragezeichen, Sternchen. Ich hier doch falsch. Na, ja, machen wir erstmal die 3 Wölfe da down. 4? Ne, 3 sind's. So. Mal aufpassen, dass die jetzt keine Combo schlagen, die Wölfe. Combo machen. Weil sonst 2 Bisse und wir sind direkt tot. Später, wenn man stärkere Klingen hat, dann macht man einen Rundumschlag. So eine Parade heißt der Skill und dann kann man 3-4 Gegner auf einmal töten. Wenn man diesen Skill dann erlernt hat. So. Jetzt habe ich gefühle 50 mal ins Leere geschlagen. So, jetzt sind sie alle down. Da hinten ist noch ein Wolf. Den machen wir aber gleich. Blenden wir erstmal hier die. Schön viel los. Ah doch, da hinten ist die Banditenhöhle. Nur ich schaffe mir immer, ihr habt es gerade gesehen, erst die Wölfe vom Hals, weil wenn man jetzt gleich gegen die Banditen den Kampf eröffnet, dann könnte das ein bisschen stören. Und dann immer die Wölfe dazwischen funken. Mich nervt das. Deswegen tue ich die Wölfe vorher töten. So ein kleiner Fimmel von mir. So. Komm her, mein kleiner gescripteter Wolf. Mal gucken, ob wir dich mit Bogen komplett niederstecken können. Sehr schön. Und ein Level Up. Das ist toll. So, da oben ist noch ein bisschen was zu plündern. Und hier sind auch diese schönen Hirsche, wo ich euch die ganze Zeit von erzähle. Die machen wir aber gleich. Ich guck mal, ob ich die Banditenhöhle noch angreife, weil eigentlich wollte ich jetzt einen kurzen Cut hinlegen. Weil gleich Essen fertig ist. Und... Aber ich habe mir gerade überlegt, das macht gerade so einen Bock. Ich werde erstmal die Banditen noch angreifen. Ich glaube nicht, dass wir hier vorne die richtige Höhle gefunden haben. Leichte Banditen, hier sitzt der Ortega drin, also es sind jetzt bestimmt so 20, 30 Banditen, die man hier aufs Korn nehmen muss, die man tötet. Boah, das war fast ein Headshot, im wahrsten Sinne des Wortes. Das nicht, das ging auf Brusthöhe. Boah, der war nice. Na komm, damals in einem Trailer zu Gothic 3 hat man immer die Orks gesehen, die diesen klein gescriptet waren. Programmiert waren, wenn sie diese komischen Spalten hier nahmen, dann diese Sperre. Die fand ich damals richtig cool.
Aber ich kämpfe nicht so gerne damit, wie mit diesen Hellebarden, weil das sind Zweihandwaffen. Und ich bin einfach nicht der Typ für Zweihandwaffen. Ich weiß nicht wieso. Ich mag das einfach nicht. Am liebsten Fernkampfwaffen und eine kleine Klinge für den Nahkampf. Klein, aber oho. Das mich gerade auf die nächste Idee bringt, mal zu schauen, was der Ork, der uns da eben für eine Schwert gegeben hat. Könnte man, ich glaube, mal schnell machen. Wenn wir jetzt einen Ork schlechter, macht 50 Klingenschaden, das Breitschwert 120, benötigt aber Stärke von 120, was uns der Ork eben gegeben hat. Das heißt, das können wir noch nicht anlegen. Ist auch nicht so schlimm, weil mit der Kombination, die wir jetzt gerade haben, Ork schlechter und Bogen, kommen wir eigentlich ganz gut klar, finde ich. Jetzt werde ich mal speichern und dann werden wir die Höhle Stück für Stück erobern, in der sich das Lampenöl befindet. So, 12:06 Uhr. Wenn wir den speichern mal. Wie ihr seht, ich speichere immer meistens über so zwei, drei Speicherplätze. Immer beschreibe ich immer die Dateien. Ich weiß ja, dass ich jetzt an der Stelle hier noch keinen Fehler gemacht habe. Das heißt, hier kann man nicht mal einen Speicherpoint übersaven. Das macht dann nichts. So, hier ist eigentlich ziemlich egal, wen man von den Banditen erst angreift. Hier gibt es auch welche mit Bögen. Man muss sie eh alle töten. Und wir werden auch mindestens zwei, drei Mal aus dieser Höhle flüchten. Zumindest, ich werde das auf jeden Fall so machen. Oh, scheiße. Tot, tot. Schaffe ich nicht mehr. Tot. Haha, wie schnell noch ein Heiltrank geschlüpft hat. Und da genau das ist das, was ich euch eben eigentlich erklären wollte. Wenn ich jetzt hier aus der Höhle flüchten muss, dass ich dann nicht ständig die Wölfe im Rücken habe, weil die dann auch in den Kampf mit dazukommen. Weil die Wölfe halt so gescriptet sind. Oh, ich sehe schon, ich brauche heute so viele Heiltränke. Ich glaube, ich habe alleine in dieser Aufnahme heute 12 Heiltränke verbraten. Hätte nicht sein müssen teilweise, aber ich denke mir, oh, das ist nicht so schlimm. Weil den nötigen Skill für die Heiltränkeherstellung werden wir beim Alchemisten bald lernen und dann können wir uns die Teile selbst bauen. Au! Und? Au! Au! Wow! Da hat auf jeden Fall eine schwere Panzerrüstung an der Decke. Haha, der Fall ging daneben, Kollege. Autsch. Autsch. Aua. So, ein Schuss noch. Lol. Wie kann ich den Skillshot vorbeimachen? Naja, passiert. Im Eifer des Gefechtes. So, Pfeile sammeln wir auch wieder ein. Wie gesagt, ich bin da sehr sparsam, was meine Pfeile angeht. Die ich verschieße, also die vorbeifliegen, die sammle ich auch gerne wieder ein. So, er hat 18 Pfeile dabei. Weil links ist noch lauter Geblubber, das heißt, es ist noch mehr. Oh, da oben ist alles voll mit den Banditen. Wir speichern mal. Beziehungsweise, ich würde mich mal gucken. Ne, das war alles. Ich würde gucken, ob hier noch. Ne, da liegt noch ein Pfeil. So, ich glaube, hier gibt es da Waffenbündel. Also da links kann man hoch, da oben sind Lagerfeuer jede Menge und hinten sitzt der Ortega auf seinem Thron, auf seinem Banditenstuhl. Und die werden wir jetzt alle auf jeden Fall erstmal abschnitzen und das Lampenöl für den Loma da rausholen. Und vor allem die viele Ausrüstung, die man hier bekommt, die kann natürlich sehr gut zu Geld machen bei den Händlern. So, Essen hat gut geschmeckt. Genau an der Stelle, wo wir eben, wo ich eben das Bake gemacht habe, mache ich jetzt direkt auch weiter. Und zwar war ich dabei, dieses Banditennest hier rund um Ortega auszuräumen. Wir facken auch gar nicht lang. Wir greifen direkt den nächsten Banditen an und werden diese Brut ausmerzen. Wir werden uns ein bisschen austoben mit den ganzen Banditos. Hot Banditos. Wow. Ah, ich glaube, ich werde mal kurz den Bogen wegstecken, werde mal kurz auf den Ork schlechter wechseln. Damit uns selber nicht hier vorne nicht mit seiner komischen Streitkolbe da den Chaos macht. Lol, jetzt habe ich mich entschlossen, den Ork schlechter auszupacken. Dann tut er seine Waffe wegstecken und läuft zurück. Finde ich nicht gut. So, schnetzeln. Schnetzeln für den König Metanas. Wenn wir gucken nach der Steuerung, weil ich habe eben was anderes gespielt, da muss man ein bisschen gucken, dass man sich wieder in der Steuerung wiederfindet.
So sieht das doch aber schon mal sehr gut aus, wie ich finde, auf jeden Fall. Tür haben wir schon geblendet. Banditen scheinen sich zumindest nicht mehr zu heilen. Wie gesagt, ich habe es lange nicht gezackt. Ich weiß es auch gar nicht mehr. Boah, 4, 5, wie viel sind das denn noch da oben? Da kümmern wir uns erstmal um die Banditen, die hier unten sind. Nach oben gehen. Ey, 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 keine Kombo-Schlangen. Geh weg. Au, 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 au. Ah. Gerade noch seine Kombo unterbrochen, weil er wollte gerade so eine epischen Kombo ansetzen und hat es voll weggeschmissen. Der mir keine Chance gab. Oh, so geht's. So, was haben wir da noch Feines? So, und wieder anpirschen. Links, rechts, Kombo. Also hier links ist auf jeden Fall Lampenöl versteckt, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob da noch Banditen sind. Also rechts kann man zum Ortega hochschleichen. Also hier links scheinen wir alle besiegt zu haben. Wir können uns erstmal der Sachen hier unten bedienen. Erstmal hier alles schön mitnehmen. Also hier schon mal eine Kiste Lampenöl. Ich weiß gar nicht, ob das 3 oder 6 Stück waren. Wir werden einfach mal nachgucken. Dann noch ein paar Amulette und sowas. Und die Tisch verbraucht, das ist nicht so schlimm. Weil wenn wir dieses Nest hier ausgerechnet haben, das macht sich auf jeden Fall bezahlt. Ich dachte, hier vorne wäre so ein Beutel mit Gold. Was aber leider nicht. Also man kann jetzt entweder hier diesen Felsvorsprung hoch jumpen, so habe ich es immer getan. Oder man kann hinten umlaufen. Und wir können ja auch mal hinten umgehen. Banditen von hinten überraschen. So. Die Truhe blindern wir noch. Und dann gehen wir den Banditen den Gauss machen. Aber vorher speichern wir, falls wir hier sterben sollten auf dem Felde. Das will ich das Ganze umsonst gemacht haben. So, sehr schön. Wollen Sie diesen Spielstand wirklich überschreiben? Ja klar, Logo. Sonst hätte ich nicht auf Speichern gedrückt. Zumindest nicht auf diesem Saal. Beiden sitzt ja schon, Ortega. Also wie gesagt, ich habe immer von links angegriffen von dieser Steinetreppe. Aber wir können es ja mal mit einer neuen Variante versuchen. So. Erstmal diesen leicht gepanzerten Soldaten hier ausschalten. Mit seiner Zweihandwaffe. Oh, ich wurde von einem Pfeil getroffen. Hab ich jetzt gar nicht gemerkt. Die schießen halt mit Armbrust in die Bobs. LOL, ich muss mal kurz weg. Aha, jetzt bin ich tot. Und mal schnell halt dann schlürfen. So. Das sind nämlich 2 Leute mit Bogen, ne 3 sogar. Das schaffe ich sonst nicht. Hier gilt es jetzt ein bisschen auszuweichen, den Schüssen auszuweichen. Sonst wird man hier ziemlich schnell niedergemäht. So. Und das ist das.